Moin zusammen und einen wunderschönen Sonntag, wenn ihr dieses Video am Sonntag guckt. Mein Name ist Angela Kirstein und ich bin Pastorin hier an der Kirchengemeinde in Oblengen. Ich experimentiere hier auf diesem Kanal in Zukunft mit unterschiedlichen Formaten rum. Heute habe ich einen Podcast für euch, also ein etwas längeres Interview mit Stefan Pregitzer, Pastor in Ockenhausen. Er war 6 Jahre lang Missionar in Südafrika und es ist ein spannendes Gespräch entstanden rund um Ubuntu, Geisterglaube, Gebetserhörung und Gottesführung in all dem. Leider ist am Ende des Videos blöderweise die Kamerabatterie leer gewesen, deswegen fehlt da am Ende das Bild für die letzten 3 Minuten. Stattdessen habe ich ein paar Bilder eingeblendet aus der Zeit von Stefan in Südafrika, die er zur Verfügung gestellt hat. Also, jetzt aber schnell rein ins Gespräch, los geht's und viel Spaß! Erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und dass du ein bisschen erzählen magst. Mhm. Ich würde ganz gerne einmal ganz von vorne anfangen. Warum bist du Pastor geworden oder warum hast du Theologie studiert? Ich habe manchmal auch Spaß gesagt, weil ich nicht gut genug in Mathe war. Okay, das geht mir genauso. Nein, das stimmt nicht ganz. Also ich habe über Umwege Theologie studiert. Ich habe eigentlich ganz normal klassisch Realschule, Berufsausbildung als Einzelhandelskaufmann, 6 Jahre auch gearbeitet und habe aber parallel dazu immer viel in Hermannsburg mit CVM Jugendarbeit gemacht. Mhm. Und hatte zum Schluss also so einen super Jugendkreis und waren so ein tolles Team, wie gesagt, also ich würde gern was Hauptamtliches machen und habe dann tatsächlich überlegt, könnte Diakon was sein oder CVM-Sekretär oder so. Und da hat eine Freundin von mir, mit der ich zusammen den Kreis geleitet habe, mich darauf aufmerksam gemacht, dass du in Hermannsburg meinen 2. Bildungsweg komplett Theologie studieren kannst. Mhm. Dass es sogar gewünscht ist, eine abgeschlossene Berufsausbildung zu haben. Du studierst ja ein bisschen länger, also es war normalerweise 6 Jahre, ohne Abitur 7 Jahre, aber ist dann eigentlich auch egal. Mhm. Und du musst halt hinterher bereit sein, ins Ausland zu gehen, also dich entsenden zu lassen. Mhm. Und dann habe ich das mit meinem Vater abgesprochen, weil ich schon überlegt hatte, später mal das Geschäft meiner Eltern zu übernehmen. Und er war da eigentlich total großzügig, hat gesagt, also er hat vorhin überlegt, was anderes zu machen und ist aber so in diese Schiene reingerutscht und dann irgendwann war man drin, dann war auch nichts anderes mehr möglich. Er sagt, wenn du was machen willst, dann mach es jetzt. Ich war damals 25. Probier es, wenn nicht, die Tür ist offen, du kannst jederzeit wiederkommen. Das war für mich so dieser Punkt zu sagen, ich probiere es jetzt nochmal. Mhm. Das erste war sowieso zur Probe, gesagt, okay, da sehe ich, ob es klappt oder nicht klappt. Es hat geklappt. Die nächste Probe war dann im dritten Jahr, am Ende des dritten Jahres mit Latinum, Graecum, Hebraicum. Das hat dann auch geklappt. Dann kamen 2 Jahre und 1,5 Jahre Mittelkurse und dann das letzte Semester, das war dann Januar 95 bis 96, weiß ich gar nicht mehr, Januar bis Juli war Auslandssemester. Mhm. Und dann musst du überlegen, was wir machen wollen. Gab es 2 Möglichkeiten, studieren, mhm, oder Gemeindepraktikum. Ich habe gemerkt, jetzt so nach 4,5 Jahren Studium, ich würde gerne was Praktisches machen. Hatte aber tatsächlich, und das war so ein Traum, ich wäre gerne nach Hongkong gegangen. Mhm. Und da hätte ich aber studieren müssen. An einem Seminar, wo Begegnung zwischen Buddhisten und Christen möglich wäre. Das Studium hat mich ein Stück weit abgehalten. Und dann war die Frage, was kann man machen? Okay, Englisch war ich immer gar nicht so schlecht. Lief es auf südliche Afrika hinaus. Mhm. Brasilien, Chile oder so, wäre kompliziert, weil überhaupt nichts an Spanisch da war. Und dann so, okay, Südafrika und dann. Das wäre jetzt aber erstmal nur für 2 Semester gewesen, oder? 6 Monate. 6 Monate, okay. Mhm. 6 Monate mindestens, also 6 bis 7, 8 Monate. Mhm. Und dann war vorgesehen, als Gemeinde in Südafrika wurde mir vermittelt Strand Street, ja. Kapstadt. Ja, das ist nur noch mein Interesse, meine Fragen an Tobias.
Das wurde kurzfristig abgesagt, weil es eine Gemeindespannung gab. Und da kann man jetzt keinen Praktikanten hinschicken, das geht überhaupt gar nicht. Es gab Spannung mit der Kirchenleitung. Da musste schnell eine Alternative gefunden werden. Die gab es in Beacon Bay, ein Fort von East London. Und da war ich dann tatsächlich von Januar bis Juli. Bin dann wiedergekommen und dann war für mich gleich wie nach Südafrika. Also okay, also das war so eine Initialzündung für dich. Obwohl der Kontext dann ganz anders ist, ne? Kapkirche, also weiße Kirche. Und trotzdem war es faszinierend. Ich habe in King Williamstown, so 60 Kilometer außerhalb, waren zwei Hermannsburger Missionare, einen kannte ich schon aus meiner Jugendarbeit, die haben mit den Crossers gearbeitet. Die habe ich immer mal wieder besucht. Also das war spannend, wie ich auch gemerkt habe, also auch dieses mit hineingenommen werden, so eine ganz andere Art der Arbeit, das konnte ich mir immer mehr vorstellen. Wurde für mich immer so lebendiger, dieser Gedanke daran. Naja, und dann Studium zu Ende gemacht. 98 erstes theologisches Examen, 2 Jahre Vikariat. 2000 Examen, konnten nicht gleich ausreisen, gesundheitlich, waren vorgesehen für Malawi. Und da ist dann nichts draus geworden, die Stelle musste relativ schnell besetzt werden, das war dann nicht machbar. Wir waren noch 1,5 Jahre in Deutschland und sind dann im Februar 2002 nach Südafrika ausgereist, zu einer Mitarbeit in der Western Diocese, das ist halt Northwest Province, oben an der Grenze zu Botswana, und da waren wir dann bis 2007. Dann wurde überlegt, ob ich in Südafrika nochmal wechsle. Das wäre ein bisschen komplizierter gewesen, und so sind wir dann praktisch nach Deutschland zurück, zumal wir mittlerweile Kinder hatten, wo noch Schulfragen anstanden. Ja. Hattest du in diesem ganzen Weg bis dahin, dass er für dich so erlebt oder auch geframed oder gedeutet, als wenn das schon irgendwie Gottes Führung war, dass sich die Türen so geöffnet haben? Ja. Oder würdest du sagen, Gott hat dir die absolute Freiheit gegeben und du hast irgendwie eigentlich selber den Weg in aller Freiheit gefunden? Also das schon. Ich bin schon durch den Zielfalldamm so ein bisschen frommer geprägt und habe auch keine Probleme damit zu sagen, es gibt Gottes Führung, es gibt Gottes Wege und Gott leitet, führt Menschen, stellt sie irgendwo hin. Das überhaupt nicht. Ich habe das immer als sehr frei empfunden. Also ich habe das niemals so gesetzlich, du musst jetzt das und das machen oder das und das musst du als Gottes Weg betrachten, sondern mir haben sich Türen einfach aufgetan. Und im Nachhinein noch teilweise in diesen Situationen selber habe ich es eigentlich als Gottes Führung für mich annehmen können, weil ich mir gedacht habe, also ich selbst hätte mir nie vorstellen können, diesen Weg so zu gehen. Zum Beispiel, ich habe Realschulabschluss, ich habe kein Abitur. Abitur, weiß nicht, wie ich das damals auf die Reihe gekriegt hätte. Aber ich habe eben durch diesen Weg, durch diese Möglichkeit, über den zweiten Bildungsweg das machen, dann ein komplettes Theologiestudium gemacht mit dem Hochschulabschluss und merke eben, da haben sich Sachen gefügt. Auf einmal sind Türen aufgegangen. Hätte ich nie gedacht. Deswegen am Anfang auch so dieser Gedanke, na, Diakon, Sekretär oder so. Und ich habe ja nie über Theologiestudium in dem Sinne nachgedacht, dass die Tür ist auf einmal aufgegangen. Und im Ausland auch, hätte ich im Studium selber hätte mich noch gefragt. Also Lateinamerika fand ich ganz interessant. Russland, Sibirien hätte ich wahnsinnig spannend gefunden. Afrika erstmal so gar nicht. Auch so die Begegnung mit afrikanischen Menschen fand ich immer spannend, aber manchmal auch befremdend, weil es so ganz anders war. Und merke, da sind dann auch Türen aufgegangen und habe auch so gemerkt, und meine Frau wird das wahrscheinlich unterstreichen, also die Zeit in Südafrika, auch gerade diese gemeinsame Zeit, wo wir mit den Menschen zusammengelebt haben, also in so einer kleinen Township am Rande der Kalahari, die einzigen Weißen in dieser Township. Und ich habe gemerkt, so nach den Jahren, also Sprache war ein Thema. Ich durfte Setswana lernen oder musste Setswana lernen, habe auch irgendwie begriffen, also wie sehr wirklich Sprache Schlüssel zur Kultur, zum tieferen Verständnis ist. Ne? Was ich bis heute merke, immer so, wenn ich hier Leute richtig erreiche, dann müssen sie eigentlich Plattdeutsch sprechen. Also die wirklichen i-Tüpfelchen, die machst du dann auf Plattdeutsch. Und das macht für mich aber Sinn, wo ich einfach merke, ich habe so also wirklich Sprache, so als hermeneutische Schlüssel, einfach da erlebt. Da habe ich manchmal auch gefragt, kann ich das nicht auf Englisch machen? Ich spreche doch alle Englisch oder so. Aber du hast wirklich gemerkt, du kommst immer an die Leute anders ran, an die Menschen, wenn du wirklich ihre Sprache sprichst, dich zumindest drum bemühst. Und dieses Bemühen haben die eigentlich auch immer honoriert, obwohl ich bestimmt an Grenzen gekommen bin. Und ich habe da eigentlich eine Lebensfreude und Offenheit und freundliche Aufnahme empfangen. Also ich als Weißer unter schwarzen Menschen, die eigentlich früher unter Weißen gelitten haben. Also ganz viel Entgegenkommen und Aufnahme erfahren und Verständnis auch mit meinen Fehlern, wo ich einfach merke, also dass dieses Verständnis, diese Rücksicht erlebe ich in Deutschland nicht immer. Das fand ich Südafrika menschlicher.
Das hat ein Kollege von mir sehr schön gesagt, also wirklich menschlicher, emotionaler. Sowohl im Bereich, wenn es um Freude geht, auch wenn es um Ärger geht. Also die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, haben beides ungefilterter ausgedrückt. Freude, das war dann auch Freude. Und Ärger, dann war es auch Ärger. Aber ich habe es für mich nie als unversöhnlich empfunden, sondern immer so, dass es auch eine Möglichkeit gab, sich wieder zu begegnen. Das fand ich eben spannend in dieser fremden Kultur, wo ich merke, jetzt manchmal zurück in Deutschland fällt mir das schwieriger. Schwerer als in Südafrika. Ja, du hast ja vorhin auch über Ubuntu gesprochen. Kannst du noch mal ganz genau erklären, was Ubuntu heißt, woher kommt das und wie hast du das in deinem Alltag erlebt? Ubuntu, oder im Setswana wäre es Boto, ist, das hat mein Kollege gesagt, der viel länger da war, sicher, dieses allumfassende Beziehungsgeflecht. Alles hängt mit allem irgendwie zusammen. Also es ist ein Konzept. Ja. Und das habe ich eben auch als etwas Tragendes erlebt. Du bist niemals ins Bodenlose gefallen, weil du Teil dieses Konzept warst. Aber eben auch als schwierig, wenn du dich außerhalb dieses Konzeptes bewegt hast. Und also immer so diesen Individualismus, den wir hier in Zentraleuropa leben oder in Nordamerika, den konntest du dort nicht so leben, weil du immer Teil der Gemeinschaft warst. Und wer da so ausgeschert ist, etwas platt gesagt, also er wurde auch manchmal eingenordet. Kann es was Einengendes haben? Also ich glaube, es kommt darauf an, was für ein Typ du bist. Ich glaube, für manche Leute war es einengend. Genau wie hier, es gibt ja im Deutschen den Begriff Freigeist, wenn jemand einfach so ein bisschen unkonventioneller denkt. Vielleicht kennst du das auch. Also manche finden es bewundernswert, für manche ist das unheimlich. Also erlebe ich, und da sage ich manchmal so auch Spaß, ich habe mein afrikanisches Erlebnis in Südafrika nicht dort gehabt, sondern hier nur aus Friesland. Wenn du in so einem kleinen ostfriesischen Dorf lebst und ständig andere Wege gehen willst als die anderen, dann wirst du auch eingenordet. Also gibt es das Prinzip Ubuntu auch hier in Oberhausen? Ja. Wenn ich jetzt ein bisschen mutig bin, würde ich sagen, Ostfriesland, sehr ausgeprägt. Ja, auch dieses Gefühl der Zugehörigkeit zu etwas. Du merkst das ja schon ganz interessant, wenn du hier Plattdeutsch sprichst und du sprichst mit jemandem aus Marx. Ich komme aus Marx. Die plotten nicht, die schnacken. Ammerland, ne? Sprechen auch platt, anderes platt. Also da merkst du schon, das hat auch was mit Identität, mit Zugehörigkeit zu tun. Das habe ich dort eben auch erlebt. Und wie gesagt, als beides. Also als ein tragendes Netz, aber auch als ein manchmal zurechtstutzendes Netz. Also Leute, die ausgeschert sind, haben es, glaube ich, nicht mal leicht gehabt. Aber du bist nie ins Bodenlose gefallen, weil du hattest die moralische Verpflichtung. In Setswana gibt es ein Wort dafür, Zwanelo. Du hattest die moralische Verpflichtung anderen gegenüber. Das ist ja schön, wenn Konfirmationen einstanden, dann musste zuvor der Name reingewaschen werden. Das heißt also, wenn Außenstände waren an Kirchenbeiträgen, die mussten dann beglichen werden, sonst wurde das Kind nicht konfirmiert. Punkt aus. Nun war Geld ja mal ein Thema, immer knapp. Das heißt, manche sind dann schon Monate vorher, haben wir so ein Tour durch die Verwandtschaft gemacht, haben Gefallen abgearbeitet, beziehungsweise anderen Leuten Gefallen zur Verfügung gestellt, wenn sie dafür einen gewissen Geldbetrag bekommen. Und das durftest du nicht verweigern. Du durftest nicht sagen, ey, dieser Cousin dritten Grades, was geht mich der an? Du hattest die moralische Verpflichtung, in gewissen Dingen zu unterstützen. Ich habe auch mal ein Praktikum gemacht in einem Kirchenkreis mit lutherischen Gemeinden, die hauptsächlich von Zwanas geprägt waren. Rudi, Moretele, Central Diocese. Das war Johannesburg West. Scheiß Central Diocese. Ja, und ich hatte auch eben ganz schnell eben gemerkt, oh, es gibt ganz viele soziale Codes eigentlich, die ich jetzt als Außenstehender auch nicht wirklich kenne, aber wo ich spüre, oh, wenn ich da vielleicht gegen verstoße oder wenn ich aus Unwissenheit vielleicht was falsch mache, so, dann könnte das im Zweifelsfall auch eine Beleidigung sein oder ich könnte gegen einen moralischen Kodex vielleicht auch verstoßen. Hast du diese Unsicherheit auch empfunden? Obwohl ich immer den Eindruck hatte, dass da liebevoller mit umgegangen wird als teilweise hier in Deutschland. Also ich glaube, in meiner Dienstzeit habe ich auch manches Fettnäpfchen getreten und ich habe manchmal das Gefühl, dass manchmal mehr Unversöhnlichkeit als in Südafrika. Und ich hatte den Eindruck, das haben mir zumindest ältere Missionare bestätigt, dass es durchaus üblich war, wenn du als junger Missionar dann auf einmal so in eine ganz andere Kultur, in ein ganz anderes Land gekommen warst. Wieder dieses Begriff Zwanello, da war die moralische Verpflichtung da, dir jemanden an die Seite zu stellen, der dich in diese Kultur einführt, der dich begleitet, sodass du nicht wirklich völlig
Porzellan zerschlägst. Mhm. Da kam keiner nach dem Motto, hallo, ich bin dein Guide, ich führe dich jetzt hier durch, das nicht. Mhm. Man hat immer schon gemerkt und mitgekriegt, dass Leute einen schon auch mal so liebevoll, manchmal auch bestimmt an die Hand nehmen und die eigentlich helfen, dass du gar nicht erst in so ganz fiese Fettnäpfchen reintrittst. Mhm. Und wenn es denn doch passiert, ja, also manchmal ist dann wirklich auch, sind einfach Verletzungen entstanden und trotzdem hatte ich den Eindruck, dass da schon gesehen wird, dass du einfach auch ein Stück weit Außenstehender bist. Mhm. Mittlerweile ist es ja so, dass, wenn ich richtig informiert bin, Hermannsburg gar nicht mehr Missionare ausschickt. Also das wurde wahrscheinlich auch im Rahmen der postkolonialen Debatte wahrscheinlich dekonstruiert. Oder kann auch finanzielle Gründe haben. Aber vielleicht hat sich einfach auch der Zeitgeist verändert. Mhm. Der Missionsbegriff ist vielfach dekonstruiert oder kritisiert worden. Hast du das schon auch irgendwie empfunden als, wenn man jetzt mal so von oben drauf guckt, merkwürdige Sache, dass jetzt du aus Deutschland nach Südafrika gehst und dort ein Pastor zu sein? Also vom Prinzip her, hast du das, hast du darüber Gedanken gehabt oder wirkte das alles sehr natürlich und eigentlich? Also diese Gedanken haben wir schon gehabt, wir haben uns damit auch missionstheologisch intensiv auseinandergesetzt. Mhm. Nun ist es so gewesen, also in der Kirche, in der ich gearbeitet habe, gab es Calls. Das heißt, es war nicht denkbar, dass Hermannsburg sagt, den schicken wir jetzt da und dahin, sondern du hast Anfragen gehabt aus den Kirchen vor Ort. Mhm. Und da wurde dann geguckt, wie sinnvoll ist das für uns auch, wie vertretbar gegenüber den Landeskirchen, die ja finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt haben und Spendern und Spenderinnen. Mhm. Und wie sinnvoll ist es in Bezug auf die Personen, die wir zu entsenden haben. Aber es waren immer Anfragen, die von den Kirchen dort waren. Also zumindest in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe. Ich konnte nicht sagen, ich will jetzt aber dahin oder dahin. Sondern das gab manchmal dann auch wirklich Spannung, wenn eine Kirche gesagt hat, wir würden gerne einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in dem Bereich haben. Und Hermannsburg sagen musste, dafür haben wir niemanden. Wir können uns aber vorstellen, Punkt. Mhm. Die Landeskirche dort. Also die Kirche vor Ort, die gesagt hat, nö. Aber dann fand das auch nicht statt, dann ist das nicht gewesen. Und ich habe diese Gedanken trotzdem gehabt, ich habe in der Kirche gearbeitet, die 150 Jahre alt war. Mhm. Also es gab eine christliche Tradition. Also ich bin ja nicht zu Leuten gegangen, die von Jesus Christus, dem Evangelium, noch nie was gehört haben. Mhm. Die gibt es in Südafrika ja auch, oder die gibt es hier ja auch. Und ich habe manchmal auch die Fragen gestellt, wäre es nicht sinnvoller, Missionsarbeit in Deutschland zu machen, in einer Gesellschaft, die sich zunehmend säkularisiert und in der Religion zunehmend weniger eine bestimmte Rolle spielt. Mhm. Diese Gedanken habe ich gehabt und bin damit auch nicht fertig. Also ich habe jetzt keine fertige Antwort drauf. Aber ich kann schon für mich sagen, und das tröstet mich so ein bisschen, in der Zeit, wo ich da war, habe ich an einer Stelle gearbeitet, wo unsere Partnerkirche mich haben wollte. Mhm. Ich habe mich da nicht selber hingesetzt. Also es wäre auch nicht mein ausdrücklicher Wunsch gewesen, aber ich bin so, sagen wir mal, in den Genuss gekommen, das Privileg zu genießen, dass ich in einem Bereich arbeiten dort, der noch teilweise sehr traditionell geprägt war und der trotzdem auch, wir hatten das Thema schon Erste Welt, Dritte Welt, also der auch durchaus sehr westlich, sehr Erste Weltmäßig geprägt war. Mhm. Aber ich durfte noch Sachen erleben, die eigentlich Außenstehende so nicht miterleben, weil sie eben, also als Tourismus, als Besucher wirst du da niemals so in die Kultur reinkommen. Mhm. Bis hin zu Ahnenglaube, Traditional Religions oder so. Und das war schon spannend. Aber auch da muss man sagen, es ist eine etablierte lutherische Kirche gewesen. Und diese Begegnung, das war dann mehr so die Generation Missionare vor mir, wo Familien noch Entscheidungen getroffen haben, schicken wir sie zur Beschneidungsschule oder schicken wir sie zum Konfirmandenunterricht. Also das war in meinem Fall kein Thema mehr. Mhm. Diese Begegnung mit dem Thema Spirits und Ahnenglaube und auch vielleicht das viel stärkere Rechnen mit übernatürlichen Begebenheiten oder dass die Welt auch vielleicht durchwirkt ist von anderen Mächten. Wie bist du damit umgegangen? Hast du davon was für deinen Glauben mitgenommen oder hast du das hast du das sozusagen als aufgeklärter Theologe als ein bestimmtes Phänomen so ein bisschen eingeordnet und dann dabei belassen? Ich habe, bevor ich ausgereist bin, habe ich im Ludwig-Harms-Haus in Hermannsburg gearbeitet. Das ist eine Tagungsbegegnungsstätte gewesen, in der in einem Bereich auch immer Ausstellungen stattgefunden haben, thematische, künstlerische,
immer aber ein Stück weit mit Glauben, christlichen Glauben, Religion zu tun hatten. Ich weiß, kurz bevor ich ausgereist bin, hat mir eine Ausstellung Mission klärt auf. Und der die Ausstellung verantwortet hat, hatte die These, viele unserer Partnerkirchen, wie auch die Menschen, zum Beispiel in Ländern wie USA oder so, sind ja teilweise in Zeiten ausgereist, als es für ihre Glaubensüberzeugung schwierig war, hier in Deutschland zu leben. Also die Quäker, die damals nach Nordamerika gegangen sind und andere Gruppen haben so teilweise diesen Prozess der Aufklärung, den wir hier über 300-400 Jahre durchlaufen haben, so nicht mitgemacht. Das heißt nicht, dass sie dümmer sind oder nicht, aber sie haben eine andere Strukturierung der Wirklichkeit und zum Beispiel in Bezug auf Südafrika, auf Ahnenglauben, auf Zauberei oder so. Ich glaube, vieles, was Menschen dort erfahren, erleben, würden wir wahrscheinlich mehr in den Bereich Psychologie verorten, würden wir versuchen, wissenschaftliche Erklärungen für zu finden. Mhm. Aber es ist für sie eine Realität. Und ich empfinde es beinahe ein Stück weit als Postkolonialismus zu sagen, du bist ja dumm, dass du so glaubst, weil ich erkläre dir das jetzt mal wirklich, wie es funktioniert. Mhm. Es ist eine andere Strukturierung der Wirklichkeit, die ihre Berechtigung hat, die durchaus Sinn macht im jeweiligen Kontext und die eine Wirklichkeit ist, auch wo wir hier als Mitteleuropäer Aufgeklärte sie gar nicht als Wirklichkeit erkennen können. Und das hat mir nochmal geholfen, also dieses, was Bonhoeffer in seinem Gedicht beschreibt, von guten Mächten wunderbar geborgen, die Welt, die still sich um uns breitet. Mhm. Also schon eine Offenheit dafür zu haben, dass es schon noch eine Wirklichkeit gibt, die mit unserem Verständnis nicht greifbar ist, die aber trotzdem da ist. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll, ohne zu schwadronieren oder zu schwafeln, aber ich glaube das. Und das hat es mir einfach geholfen, weil ich gemerkt habe, die Menschen leben in dieser Wirklichkeit. Das war keine Frage, glaube ich oder glaube ich nicht. Hast du selber manchmal Ängste oder Zweifel gehabt? Also entweder ganz konkrete Ängste oder auch Zweifel darüber, ob das der richtige Weg ist? Oder war für dich eher so, dass du über den ganzen Weg, den du gegangen bist, eigentlich immer einen inneren Frieden verspürt hast? Nein, es gibt immer wieder Zweifel. Und ich einfach denke, das gehört auch dazu. Und so Kirchengeschichte bin ich in guter Gesellschaft mit Zweifeln. Können ja bei Luther anfangen, also der gezweifelt hat, wie ein Verrückter und andere auch. Nein, die habe ich immer wieder gehabt, auch ob das der richtige Weg ist, ob das Sinn macht oder so. Und ich bin mal ganz vorsichtig, ich habe diese Zeit für mich und meine Frau wird das genauso sehen, als unheimliche Bereicherung, Horizonterweiterung erfahren. Ich sage mal, als ein Geschenk, was uns gemacht wurde, dass wir diese Zeit dort mit den Menschen dort erleben durften. Die Welt hätte sich auch ohne mein Dasein in Südafrika weitergedreht und ich glaube nicht, dass ich da, ich glaube nicht, dass ich gar nichts bewirkt habe. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das tragisch gewesen wäre, wenn ich nicht da gewesen wäre. Wir hatten ein Kirchbauprojekt. Also man sieht das auf Bildern. Das Pfarrhaus war da und dann war dieser Rohbau der Kirche. Eine große Kirche. Wellblechdach, diese Träger. Dazwischen eben einfach ganz normale Erde, also Wände, Fenster, alles fehlten. Und ich habe mich manchmal gefragt, wieso müssen wir in der Township, wo es schon 35 Kirchen gibt, noch die 36. bauen? Mittlerweile ist die Kirche fertig, ist eine große, eine schöne Kirche. Und es bedeutet auch ein Stück weit lutherische Identität für die Menschen dort. Und das habe ich manchmal ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, also es gab ja auch andere verfasste Konfessionen, die unseren ähnlich sind. Methodisten, Baptisten, Anglikanen. Katholiken, Reformierte, also gerade auch die Reformte Niederlands gekehrt, wo man einfach denkt, also die wären dann nicht ins Bodenlose gefallen, wenn es da keinen kleinen Lutherclub gegeben hätte. Aber ich merke schon, diese Kirche ist so ein Stück weit auch Identität, Heimat für die und ich habe sie nicht fertiggestellt, aber es ging in meiner Zeit weiter und da bin ich zum Beispiel ein Stück weit dankbar für, auch wenn ich die Vollendung noch gern gesehen hätte. Das kann ich jetzt nicht auf die Fahne schreiben, aber es ist in meiner Zeit noch nicht eingestanden worden. Ich empfinde es als Geschenk. Wo wir gerade dabei waren, ist in dieser Zeit für dich noch klarer geworden, warum du lutherisch bist? Oder ist eher im Gegensatz, bist du eigentlich, oder hat sich das Lutherischsein für dich eigentlich noch stärker relativiert in der Zeit? Nein, also ich bin Ökumeniker bewusst mit lutherischen Wurzeln. Wenn ich in England geboren wäre, wäre ich wahrscheinlich Anglikaner geworden und hätte ich auch ganz toll gefunden.
In den USA wäre ich wahrscheinlich Methodist gewesen. Ich weiß es nicht. Also es ist wirklich mehr eine Identitätsfrage als eine theologische Frage? Nein, auch eine theologische. Also ich glaube, ich bin schon bewusst Lutheraner geworden oder so, aber ich hoffe einer mit einem weiten Herzen. Also ich merke auch so, ich kann mit diesen ganzen konfessionellen Streitigkeiten, Kramkämpfen nichts anfangen. Also einmal finde ich sie sinnlos, weil wir uns in einer Zeit bewegen, wo es generell darum geht, einfach Menschen für Christus zu gewinnen und auch wirklich also christlichen Glauben zu leben und auch so als Christinnen und Christen bewusst auch in diese Gesellschaft hinein, nicht zu wirken, das ist bombastisch, aber eben als solche eben zu leben. Und ich merke eben, also ich komme ja vorrangig mit Hartmut Krüger, mit anderen Kollegen aus und merke eben so, ich habe jetzt kein Bedürfnis, sich zu missionieren. Ich freue mich, dass sie ihre Wurzeln haben, dass sie sich da zu Hause finden, genauso geht es mit Katholiken. Mir tut es in der Seele immer unendlich leid, wenn auf die Römer so geschimpft wird. Also ich meine, das ist ja vieles vielleicht nicht mal toll gelaufen, aber die haben so einen unheimlichen Schatz an Erfahrungen, an Symbolen, an Möglichkeiten, christlichen Glauben auszudrücken. Und wenn jemand in dieser Tradition groß geworden ist, habe ich kein Bedürfnis, aus ihm Lutheraner eine Lutheranerin zu machen. Auf der anderen Seite werde ich Lutheraner bleiben. Und Priester zu werden ist zu spät. Ich habe geheiratet, drei Kinder. Sonst wäre ich das vielleicht geworden. Es gibt vielleicht noch Ausnahmeregelungen. Ja, dann wird man ja schräg oder so. Also nein, das hätte ich mir vielleicht auch mal früher mal vorstellen können. Ja. Aber denke ich mir einfach nein. Und das ist mir dort mal bewusst geworden. Mir ist bewusst geworden, als ich da war in den 90er Jahren, und auch Anfang 2000 HIV/AIDS ist ein Thema. Das ist doch egal, ob du Methodist bist oder nicht. Kriminalität ist ein Thema. Es ist doch egal, ob du einer der freien afrikanischen Kirchen zugehörst oder nicht. Das Thema ist für alle Leute die gleiche. Und das fand ich immer so toll, wenn wir dann in diesen Fraternities zusammenkamen. Also das waren brüderliche Gespräche unter Pastoren. Genau, geschwisterliche Gespräche. Man sagt also, wo verschiedene Konfessionen, also Arbeitskreis, Weltmission, regelmäßig zusammenkamen. Wir haben alle die gleichen Thema gehabt, weil wir alle im gleichen Bereich gelebt und gearbeitet haben. Und sich da dann aufzudröseln, zu verzetteln. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, wenn jemand gestorben ist, beerdigt wurde grundsätzlich samstags, weil aufgrund der Arbeitsmöglichkeiten Familien weit verstreut sind. Teilweise haben Leute in Johannesburg gearbeitet, in Pretoria oder auch Kapstadt, musste die Möglichkeit bestehen, dass sie anreisen können. Also wurden immer Beerdigung nur samstags gemacht. Aber die Woche über wurden in im Haus des Verstorbenen, der Verstorbenen, Gebete gehalten, abends, immer zur gleichen Zeit. Das fand ich eben so ganz toll, weil die Nachbarschaft in der Township ja bunt gemixt ist. Da wurde das Gebet einen Abend von den Methodisten gemacht, einen Abend von den Free African Churches, einen Abend von den Lutheranern, einen von den Römern, je nachdem, in der Nachbarschaft gewohnt hat. Und das fand ich also toll, dass man sagte, die Trauer, dass ein Mensch gestorben ist, haben doch alle geteilt, egal welche Konfession. Und da wurde es für mich auf einmal so menschlich, wo ich gesagt habe, ey, die gehen jetzt gehen wir wirklich menschlich miteinander um und machen nicht unser Vereinsleben. Als ich vor ein paar Jahren mal bei einer Gremiensitzung war, da ging es darum, wie kann man jetzt mit seinen Auslandserfahrungen eigentlich weiter verfahren, wenn man hier in Deutschland ist. Da ist doch sehr viel zur Sprache gekommen, da war eine bunte Truppe von Menschen, die entweder im Ausland mal Pastoren gewesen sind, die oder auf Missionseinsätzen gewesen sind oder mal ein Auslandssemester studiert haben oder so. Und von allen wurde so ein bisschen die Erfahrung geteilt, ja, das war beste Zeit des Lebens oder das war ganz horizonterweiternd, ganz wertvoll, auch für einen selber. Aber im Alltag der Landeskirche, genau. Trägt das wenig aus. Also würdest du das auch so sagen oder wie war für dich das die Rückkehr und was machst du mit dem Ganzen, was du was dich bereichert hast jetzt hier und vielleicht auch so ein bisschen auch die vielleicht auch traurige Frage, okay, du sagst, das war die beste Zeit deines Lebens, wie lebt man nach der besten Zeit seines Lebens? In der nächsten besten Zeit seines Lebens? Nein, ich manches habe ich auch erst im Nachhinein so erkannt, also Möglichkeiten, die ich gehabt habe, Chancen, die ich gehabt habe. Also es ging mir in Südafrika nicht mal so, dass ich sagen kann, oh, jetzt ist es toll. Und vorher war es nicht toll, hinterher ist es auch nicht mehr toll. Im Nachhinein erkenne ich vieles, was ich damals so vielleicht gar nicht sehen konnte. Also da muss ich auch mal sagen, das ist auch ein Prozess gewesen. Und auf die Frage, vielleicht so ein ganz drolliges Beispiel. Ich hatte mich damals, nachdem ich wiederkam, mich dann in der Landeskirche bewerben durfte. Ich musste eine Weile warten, bis sie so weit waren, mich da einzutakten.
mich auf einer Gemeinde in Harburg beworben, Rosengarten. Mhm. Wäre ich gerne hingegangen, weil ich gebürtig aus Harburg komme. Das wären meine Wurzeln gewesen. Mhm. Es gab drei Bewerberinnen, also zwei Bewerberinnen und ich. Und nach dem Bewerbungsgespräch wurde ein paar Tage später mitgeteilt. Also das fanden die schon ganz nett beeindruckend, die sich auch gut vorstellen können. Aber das Konfirmandenkonzept der Kollegin war überzeugender. Mhm. Also hat man sich für sie letztlich entschieden. Mhm. Wahrscheinlich schon bei Gesamtpaket, nicht nur das Konfirmandenkonzept. Aber da habe ich eben gemerkt, ja, die 5 Jahre Konfirmandenarbeit in Südafrika, die haben mir hier nicht zum Vorteil gereicht. Mhm. Und ich merke, im Alltag trägt das wenig aus. Und auch hier mache ich manche Erfahrungen, das macht mich so ein bisschen traurig. Ich glaube, manchen wäre es lieber, ich wäre fließend in Plattdeutsch als gut in Setswana. Mhm. Und da merke ich eben so, im Alltag trägt das für mich nicht viel aus, leider. Auch dieser Parallelweg, den ich gegangen bin mit den Kollegen und Kolleginnen, weil ich merke, manche Dinge, die immer in diesen klassischen Studienorten gelebt haben, sich mit der Landeskirche auseinandergesetzt haben, die fehlen mir einfach. Mhm. Kirchenrecht zum Beispiel, also Vorschriften, Verordnungen, weil ich dann im Vikariat das eine Jahr war, so die nordelbische Kirche, also mhm. da bin ich nicht so viel mit in Berührung gekommen. Mhm. Da fehlt mir einiges und auch, ich glaube, für manche Kollegen selber ist das mal so ein bisschen so, okay, ich will nicht sagen befremdend, aber weiß ich nicht. Für mich selber macht es eine ganze Menge, weil ich mir einfach sage, hey, Gottes Horizont ist weiter. Mhm. Es gibt ein Leben hinter diesem Tellerrand. Und gleichzeitig habe ich gelernt zu verstehen, dass man da, wo man lebt, ist. Und das prägt dann auch. Und wenn du dein ganzes Leben einfach in so einer gewissen Umgebung bist, das prägt dich. Mhm. Das arrogant zu sagen, dein Horizont ist aber auch nicht besonders mhm. weit, das würde ich arrogant erfinden, weil ich durfte einmal dahinter gucken und durfte wirklich merken, es gibt noch mehr, auch Lutheraner in den USA, in Südafrika, mhm. sind anders als hier und trotzdem sind es Lutheraner. Glaubst du heute anders als noch vor 10 Jahren, 20 Jahren? Ja. Oder betest du anders als früher? Ich merke so mit zunehmendem Alter, ich würde mich mal mehr so in eine etwas frommeren Richtung verorten. Ich war, also ich glaube, hoffentlich fromm mit einem ganz weiten Herzen. Also ich merke, ich mag dieses Kleinkarierte nicht. Du bist falsch, ich bin richtig oder so. Was heißt denn fromm sein für dich? Fromm sein bedeutet für mich wirklich ganz klar zu sagen, ich glaube, dass Gott mich durch dieses Leben leitet. Ich vertraue darauf, dass wenn ich einmal sterbe, ich nicht ins Bodenlose falle, sondern wirklich auch Heimat finde, denn bei ihm, in seiner Ewigkeit, wie immer das aussieht. Mhm. Und ich glaube ganz konkret, dass Jesus Christus mein Herr und Heiland ist. Mhm. Da hätte ich vor Jahren nach dem Studium noch rumgeeiert, theologisch. Diese ganzen theologischen Wahrheiten, Weisheiten, diese Sätze, diese Auseinandersetzung, die ich wahnsinnig spannend finde. Ich möchte das auch nicht missen. Ich brauche die historisch-kritische Methode jetzt nicht als Glaubenszerstören begriffen, sondern im Endeffekt als mich zu etwas Neuem hinführen. Mhm. Denn, aber letztlich denke ich mir, das habe ich in Südafrika erlebt, wenn du wirklich in einer Township bist und du hast Angst, weil du weißt, Kriminalität ist eine Realität, HIV-AIDS ist eine Realität, gemerkt, dann nützen diese ganzen Weisheiten von Bultmann und Käsemann wenig. Mhm. Das ist einfach Jesus Christus. Mhm. Und auch die Gebete sind da manchmal viel für mich vielleicht einfältiger, elementarer geworden. Mhm. Hast du Gebetserhörung erlebt? Ich glaube ja, ganz viel. Mhm. Aber auch nicht so, dass es immer so puff vom Himmel fällt und mich wie so ein Blitz trifft, sondern manches auch im Nachhinein zu erkennen. Aber ich habe eben wirklich gemerkt, ich glaube, dass wir da 5 Jahre waren, dass uns nichts passiert ist, hat was damit zu tun. Mhm. Man muss so lange noch da sein, sagen, manche Leute, passiert immer irgendwas. Oder irgendwie wirst du immer mit Gewalt konfrontiert und mit Sachen. Und wir sind davor bewahrt geblieben. Ich glaube, es hat einfach mit Gebet zu tun. Und ich glaube, da bin ich in manchen Dingen einfach einfältiger geworden. Aber ich merke also, ich versuche ja schon Antwort im Glauben zu finden, auch wenn es um Dinge geht, also konkret darum zu beten, zu sagen, ich bete jetzt zu Jesus Christus da und darum. Mhm. Das hätte ich früher manchmal nicht so gemacht. Da hätte ich, glaube ich, mit meiner Wortwahl erschwadroniert. Was würdest du heute deinem 20-jährigen Ich sagen oder raten? Hab mehr Mut. Mehr Mut. Das Leben wird gut. Hab mehr Mut. Also ich glaube, es hat auch mit Prägung zu tun. Bin immer mehr so auf der Sorgenseite vom Pferd gefallen. Was ist, wenn? Was könnte sein, wenn? Oder so. Mhm. Und ich glaube, alles im Leben hat seine Zeit.
20-Jährige sind in der Zeit, die sollen mutig sein, die sollen sich aufs Leben freuen und das Leben entdecken wollen. Okay, vielen Dank. Gerne. Danke, dass du aus deinem Leben erzählt hast und von deinen Erfahrungen. Genau, alles Gute für dich dann. Danke, für dich und euch auch. Danke.